zurück bei Level Day 242. Jetzt gerade unsere wunderschönen Riesenwaggons ab, die wieder komische kyrillische Namen dran haben. Bin gespannt. Wahrscheinlich schafft er nicht alle fünf auf einmal. So, von der Länge her, das müssten 125 Meter sein. Muss mein Zug jetzt hin. Ach, er tankt. Ja, sei ihm gegönnt. Bisschen voll tanken. Und dann kriegen wir endlich die Plattenbauteile da rein und die Ziegel. Dann fehlt noch der Kies. Und ich habe noch eine freudige Nachricht. Ich habe heute wieder Kontakt mit Hateable. Der war einfach ein bisschen abstinent und ich freue mich, dass es ihm gut geht und wünsche mir auch Grüße, wenn er das dann mal hört in diesem Let's Play. Schön, dass du wieder da bist, schön, dass es dir gut geht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht gehabt. Ja. Also die Sanierung läuft wieder. Hier ist natürlich... Oha, allerhand Baustellentraffic ist hier unterwegs. Wenn das Stück fertig ist, kann ich den Matschweg da wegmachen. Boah, da gehen die aber ab hier, ey. Busbahnhof ist durch, sehr schön. Hat die Endstation jetzt eigentlich schon Sprit von mir gekriegt? Natürlich nicht. Das können wir nachholen. Gerade haben wir ja kurz Zeit. 45 sind... 62%. Gut, das kriegen wir hin. Wo ist unser Sprit-VZ? Hier. Als Bäuschen einfach hier schon mal Sprit reinkippen. Auch wenn wir es gerade nicht brauchen. 62%. Sehr gut. Dann können wir mal gucken, was hier jetzt mit anderen Feldern machen. Hier sind die Probleme, das hatte ich vergessen. Ja, ich muss hier oben noch den Müll durchkontrollieren, warum da Sport reinmachen. Aber es ist ja längst im Grad ist die Asche eigentlich sauber. Aber die sind noch gut mit Abtransportieren beschäftigt. Also die verbrennen zwar hier durch und der Müll ist leer. Der Müll ist leer, aber der Abtransport, der braucht noch ein bisschen. Vermutlich. Ja, wenn es leerer wird, gucke ich, ob überall nur noch Asche drin ist. Ja, ich habe da oben noch viel zu planen mit Strom und hin und her. Und Abwasser und Wasser und hin und her und hin und her. Ja. So, was sieht es hier aus? Sieht ja eigentlich fertig aus. So, auf den da kriegt immer noch ein bisschen Brio mit rein. Okay, da fährt jetzt ein Personalbus hin, weil alle Bagger anscheinend beschäftigt sind. Was von der Welt aber kriegen die? Warum liegt da schon Kies? Ach so, ich hab's ja beim VZ schon eingestellt. Das heißt, der Kies landet jetzt aber erstmal hier drin und wird noch nicht rüber gefördert. Aber das ist ja schon gut. Das heißt, hier müsste eigentlich ein Zug dranhängen, der den Kies macht. Die Frage ist nur, wo sind meine Kieswaggons gerade unterwegs? Der fährt gerade Kies holen. Ach, der war gerade abladen. Ja, ja. Und fährt jetzt gleich wieder den nächsten Kies holen und lädt ihn dann wieder da rein. Sehr schön. Wieso ist da kein gescheiter Stadtname dran? Habe ich die Industrie... Oh Gott, im Ernst jetzt? Reicht der Name nicht bis da hinten? Ach, super. Dann machen wir hier halt noch einen Name dran. Dass das da dazu gedeckt wird, aber der musste ja da vorne sitzen bleiben aus irgendeinem Grund. So, einmal was kopiert. Dann mal da hinten noch einen hinsetzen. Machen wir mal dahin und nennen ihn. Essen. Zwei.
dass einfach die Namen hier gescheit werden. Jetzt überlappt sich das natürlich ein bisschen. Ja, das frisst die halbe Industrie weg, aber das ist mir dann auch wurscht, dass jetzt da auch zwei dran steht. Hier läuft es überall ein bisschen Stau. Aber das gibt sich gleich. Wir können ja mal Signale mal schön angucken. Gerade ist ja ein bisschen unstressiger. Wo möchte er? Ja, jetzt kriegt er weiß, wenn er da drüber ist, über der Weiche, und dann fährt er rein. Gut. Sehr schön. Schauen wir, ob unser Zug da ist. Na, muss nochmal eine Runde drehen. Es fehlen noch drei Waggons. Die sehen schon ab bis best aus hier. Dann können wir gleich ein bisschen umrechnen. Mal schauen, ob das gleich noch auf. Plattenbauteile und Ziegen. Einmal bitte hier rein. Lass mal's mal offen. So, und dann können wir uns wahrscheinlich das VZ noch nicht schnappen, weil da nicht der passende Zug drin ist. Können aber die Haltestellen schon mal hinzufügen. Also, du sollst gefälligst hier dann was reinpacken. Du sollst es einmal bei Ziegel abholen und einmal bei hier. Und dann stellen wir die noch so um, dass sie in der richtigen Reihenfolge sind. Und dann können wir ich habe dir doch gerade getauscht. Achso, ich muss OK drücken. Können wir den noch benennen hier? Nagel, Eisenbahnbauamt 2. Okay. Dann schauen wir mal, wie viel Prozent der reinkriegt bei einer Tour von Ziegel. Wir müssen dafür aber auch das andere Lager im Blick haben. Das da. Ja, da wollte ich jetzt nicht hinsprechen. So. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also zum Laden sage ich 500 Tonnen Ziegel, also 504 geteilt durch 936. Und das ergibt 53,8%. Einmal Pause machen.
Ladeziegel bei. Wenn, sagen wir, 54% drin ist, soll er laden. Und dann haben wir hier entladen. Ach, der Zug ist noch nicht am Ziel. Dann müssen wir es noch kurz laufen lassen. Entladen. Ja, puh, ach Gott, so viel passen ja gar nicht rein. Ich Vogel. Nee, dann müssen wir es anders rechnen. Sagen wir mal 10% weg. Also das wäre 28. 280 Tonnen minus 28 Tonnen. Wären 252 Tonnen. Und 252 Tonnen von. Wäre 27%. Okay, wenn wir hier sagen, über 27%. Und dabei 10% entladen. Mal schauen, ob die Zahl 27 auch auf den Stahl matcht, ansonsten wäre es blöd. Hier ist der Stahl. Das heißt, dann 331 und das Plattenlager kann 1053, also geteilt durch 1053 wären 31%. Ach doch, das funktioniert. Dann stelle ich hier ein, wenn er mindestens 32% hat. So. Und jetzt machen wir eben Pause, weil der Zug jetzt dran ist. Hier kriegst du nur Plattenbauteile, hier kriegst du nur Ziegel und hier im Netz Ziegel und Plattenbauteile. Eigentlich müsste es jetzt so funktionieren, der Zug ist halt so groß. Mal schauen, was das VZ sonst noch braucht. Minimale Waggons lassen wir mal so stehen, maximale Zuglänge lassen wir auch so stehen. Machst du jetzt schon was? Machst du was? Er macht noch nichts. Zweimal beladen, einmal entladen und die haben. Ja gut, der hat gerade 32% drin. Der hätte genug drin. Wieso will man liebes VZ noch nicht losfahren? Da ist das Lager. Oh, jetzt geht was doch. Er fährt los, finde ich gut. Okay. Dann müssen wir mal schauen, ob wir mit dem Kies jetzt schon hinkommen. Ob da der Strom schon liegt. Nein. Fundament ist gelegt. Zeug wird besorgt. Das braucht halt seine Zeit. Aber wir haben hier schon die erste Fuhre Kies drin. Zug.
Jetzt bin ich Verstreuner. Falsche Industrie. Ja, der Regen verstreunert mich. Hier irgendwo. Lieber chillender Bauzug. Du chillst noch nicht. Du chillst auch nicht. Aber du chillst, dann darfst du jetzt umziehen. Du darfst jetzt in ein neues Bauamt rein. Sich schon was gezogen. Nein, er hat keine automatische Suche drin. Schauen wir mal. Ob der... Ja, das müsste noch wunderbar tun. Ja, dann sucht ihr das automatisch. Finde ich gut. 4 Kilometer, wie weit wird's da gehen? Okay, der kommt uns keinerlei in die Quere, wenn er automatisch sucht. Er hat sich die Ecken jetzt rausgesucht und hier... Das ist doch perfekt. Und die... Was hat er sich sonst noch gesucht? Ja, das ist alles hier in der Ecke, glaube ich. Da zwei, da zwei. Hier welche. Okay. Würde ich mal so laufen lassen, außer dass ich sage, das hier hat niedrige Prio, dass der andere Rest zuerst gebaut wird. So. Und... Sind das die beiden hier jetzt? Ja, okay. Dann müsste es automatisch anlaufen, sobald er Zeug hat. Hier ist was fertig, das heißt, wir können das Pümpchen bauen lassen. Können sie hier weitermachen. Schauen wir noch, ob da was durch ist, aber wir haben halt Baggernotstand. Noch gebaggert werden. Hier geht's auch fleißig voran. Ja, komm, dann lass mal die hier noch mitmachen. Boah, ist alles schon dastehen. Kommt der Asphaltleger hier rein? Ja. Finde ich gut. Das heißt, es geht jetzt gleich los und er wird schon durchgezogen. Der Weg sollte ja dann relativ flugs noch fertig werden. Interessant, dass er... Hä? Der hat wahrscheinlich ein 14 Asphalt drin gehabt, das er loswerden wollte. Ja, guck mal, wie viel... Der hat auch fast nichts drin. Das sind von irgendwelchen abgebrochenen Baustellen waren da Reste drin. Das heißt, es wird doch nicht so schnell fertig. Die haben sich erstmal hier entleert. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch der Gescheite, der genug mitbringt. Na, der da bringt die 10 Tonnen. Okay. Ist das bald auch durch. Neues Fahrzeugchen. Sorry. Was ist mit denen? Die brauchen auch noch Asphalt. Okay. Und dann können wir noch mal da unten in die Ecke gucken, ob sich da noch was getan hat. Wenn Kran da steht, ist eigentlich immer gut. Da ist jetzt alles da. Aussetzen. Wer war es noch da oben? Die zwei. Der da. Ah, der hat noch gar nicht angefangen. Da müssen wir auch jetzt hin. Fertig. Und fertig. Und fertig. Okay. Also ich glaube, mein Baggern wird so schnell nicht langweilig. Hier steht schon alles Mögliche parat. Gibt da was, wenn der Weg fertig ist? Na klar. Einmal nochmal hier und einmal nochmal da. Aber da mache ich mir jetzt keine Benachrichtigung hin. Das hier oben, das läuft jetzt halt so vor sich hin, wie es läuft. Ah, das ist wohl hier automatisch gezogen worden. So. Ich glaube, hier habe ich... Doch, ich habe mich um Müll gekümmert. Ja, Müll ist da. Das Lager ist auch schon fertig. Wunderbärchen. Hier hinten schreitet es voran.
Die da können noch gebaut werden. Der. So. Ja, es geht langsam voran. Finde ich gut. Was macht mein Lager? Ist da schon was dran? Ja, ich könnte mir noch so einen zweiten Zug kaufen und den auch da reinwuchten. Oder noch einen dritten. Die Frage ist, wie viele Waggons passen da rein? Dass ich zu viel hole. Bereich. Ich denke, ich hole mal noch 10. Ich lasse es drauf ankommen und ich nehme noch 2 Züge. Also zweimal hier Zug holen. Dieselok. Und im 3, 1, 2. Trotz Sanierung nebenbei noch drin arbeiten. Finde ich interessant. Diese Trauermüllplätze. Ich würde das so gerne in Haken reinsetzen. Du darfst eine pure Asche reinladen, aber das geht nicht. Jetzt müssen wir halt den Spaß schon wieder leersaugen. Und hoffentlich ist das der Fix für die eine Baustelle. So, ihr seid beide unterwegs und ich verkaufe es nämlich mal. Da kommt der eine. Der andere kommt gerade auch rausgewinselt. Und auf der Tour steht noch da oben, den Müll zu kontrollieren, ob das gescheit passt.
Ich habe Angst, dass bald meine Neugeborenen da anfangen zu flüchten. Weil die Anzahl mit normalen Schulabschluss geht auch runter, auch wenn es ganz langsam ist. Die leben halt ewig. Aber von keinem mit der Ausbildung und Zeit hat man sein Leben an der Backe. Ich kann die nicht zwingen, aufzuarbeiten und jeden studieren. Das geht leider nicht. Es würde nur funktionieren, solange sie noch bei ihren Eltern leben. Was sie dann in den Studentenwohnheim einfach verfrachtet, weil egal, Zwangsumsiedlung oder was weiß ich. Und gar keine Zeit mehr, weil wir tun wir schon 30 Tage durch die Züge gemacht. Nein, Scheiße, das sieht schon cool aus. Richtig mit dem Pfleger hier. Auch wenn das für mich vorne ein bisschen zu lang ist. Sorry. Also. Du bist wieder da. Du darfst jetzt gleich die nächste Ehrenrunde fahren. 3 Stück. Boah, ich hab grad gedacht, der stürzt da. Zum Glück nicht. 3 Stück packt doch. Das heißt, den nächsten sollte ich auch nochmal rausschicken. Und dann noch 2. Noch 3 Stück. So, dass ich den großen Bauzug da nicht rauskriege. Ich glaube, ich muss mir nur deswegen mal ein gescheites selber Fahrzeug bauen. Das heißt, wenn der jetzt rauskommt, dann ist noch einer drin. Das heißt, den werde ich gleich nochmal lostriggern, was der auch nochmal holt. Ich wollte den eigentlich schon ins andere Depot rüberschicken. So, und du gehst jetzt nochmal runter. Wir können ja einfach mal das Ding offen lassen, dann sehen wir, wann der erste Zug da ist. Meine Hoffnung war halt, dass der zweite gleich losfährt und Ziegel holt oder so. Was macht der Strom? Braucht das Eisenbau dringlich Pipi und Kaka? Was ist das? Boah, hab ich Glück gehabt. Da wusste ich gar nicht, ob ich es geplant hatte. Es fehlen Ziegel und es fehlt Kies. Ja, Kies kommt sobald Strom. Strom ist hohe Prio. Ziegel sind unterwegs, nehme ich mal an. Ja. Zaubern kann ich halt nicht. Ich glaube, den kann ich jetzt mal wieder dahin zurückschicken, wo er herkam. Und zwar ins Abrissbüro. Da hinten müsste ich jetzt endgültig mal durch sein. So, und dann darf ich aber nicht vergessen, ihn abzuladen, weil sonst bleibt er drauf stehen. In der Hoffnung, dass ich es nicht mehr brauche, weiß ich jetzt, dass der auch wieder ab. Ja, ich weiß, das ist witzfrei bei mir, aber ständig kommt irgendein Scheiß gerade. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ab ins neue VZ mit euch. Den da hebe ich mir auf. Der brauche ich nicht. Ab die Fahrt, Jungs. Einmal in eure neue Heimat. Ich weiß, das ist total übertrieben, aber ich hoffe jetzt, dass die da alle reinpassen mit den Waggons. Und die werden später mir dann auch den Stahl lokal verteilen. Sobald die Stahlproduktion läuft. Boah, hier tut sich schon einiges, schon wieder ein Müllplatz fertig. Hier kauen sie auch schon mal. Den brauche ich nicht mehr, den muss ich noch angucken.
Da kommen alle dran, dann sind wir da auch schon wieder ein Stück weiter. Ach nee, na, was mache ich für ein Scheiß, jetzt habe ich Personal dahin geschickt. Nicht so schlimm, wir haben ja genug Arbeitslose. Aber wie sie sich hier alle durchquälen, ey, ich glaube, ich muss das dann mal priorisieren. Dass sie das, dieses Stück fertig kriegen und der Matschweg hier rauskommt. Brauchen wir den anderen überhaupt noch? Nö, 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 nö. Der letzte hin. Die brauchen wir noch. Okay. Dann können wir mal langsam seicht anfangen abzureißen. Den braucht man nicht mehr. Hier brauchen sie noch die Zufahrt. Oder nicht? Kommen die hier schon lang? Ja, die kommen hier schon lang. Und die kommen auch hier runter. Das heißt, der da ist auch überflüssig. Und hier... Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich lasse einfach das Stück und das da oben kann weg. Machen wir es mal bis hier. Da weg. Einmal bis hier rüber. Und da nochmal weg. Und hier auch runter. Und das da weg. So. Da haben wir schon ein bisschen Matschweg entfernt. Ist das Lager hier noch nicht angebunden? Ist vergammelt. Tatsache. Es ist ja noch gar nicht dran. Dann machen wir das mal dran. So. Und einmal bitte ohne Personal. So. Habe ich sonst noch irgendwo Wegchen offen? Ich glaube nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, Glück gehabt, Streuner. Fuck. Ich dachte jetzt gerade fast, die ganze Konstruktion wäre für den Arsch, weil ich das hier nicht gescheit gemacht habe. Der braucht natürlich auch eine Anbindung. Sonst kommen wir ja gar nicht an unser Stahllager ran. Alles nur bis hinziehen. Da geht's wahrscheinlich nicht rein. So. Ich denke, ich lasse mir den Rest mal offen und mache hier einen Matschweg dran. Dann können die da auch dran rumbauen. Ohne Personal. So. Habe ich sonst noch einen Weg vergessen? Mir fällt jetzt gerade keiner auf. Okay. Er ist angekommen. Dann lad ihn doch auch ab. Das machst du doch auch beim kleinen Büro. So, aufgeräumt. Gut. Okay, ich verstehe. Ja, ja, die können zur Baustelle reinfahren, sie kommen aber nicht mehr weg. Seht ihr das, weil der Weg noch nicht fertig ist? Ich glaube, hier gebe ich Personal mit und hier mache ich Bio hoch. Ah, da kommt doch schon die Walze, das ist doch super. Ich denke...
Das passt jetzt so. Der walzt jetzt hier schön schnell fertig. Lass mal ihn ein bisschen schneller walzen. Oder wir walzen bei der nächsten Folge weiter. Aber sobald das Ding rund ist, können die da rein und rausfahren. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und schaltet wieder ein.